Hallo, meine lieben Aktienfreunde. Qualitätsaktien kaufen, wenn sie günstig bewertet sind, scheinbar günstig bewertet sind und dabei auch etwas auf die Fallstricke achten. Darum geht es in diesem Video. Kaufenswerte Aktien im November. Ich stelle euch drei Aktien vor und wir gehen die wirklich durch und mal gucken, was da am Ende in unseren Depots von hängen bleibt. An der Stelle ganz wichtig, ich gebe keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung ab. Analysiere aber nach bestem Wissen und Gewissen und am Ende dieses Videos werden wir alle schlauer sein als zuvor. Los geht's! Die erste Aktie steht ja schon hier. Halma heißt die aus Großbritannien und die erinnert so ein bisschen an Danaher aus den USA. Abgesehen davon, dass die Dividende bezahlen. Hier, nein, Danaher zahlt auch Dividende, also wenigstens kein Dividendenaristokrat. Halma ist ein Dividendenaristokrat, auch wenn die Dividende lediglich bei 1,1% liegt. Die kaufen Unternehmen, und das sieht man hier schön anhand des Goodwills, das ist ihr Geschäft, deshalb an der Stelle nicht ganz so schlimm, als wenn ein unerfahrenes Management mal den großen Coup landen will und etwas Großes übernimmt, wie Bayer, Monsanto beispielsweise, und das dann in die Binsen geht. Die haben viele Unternehmen aufgekauft, bereits Dutzende Unternehmen aufgekauft. In den Segmenten sehen wir hier, und das erinnert auch ein bisschen an Danaher, Environmental and Analysis, Healthcare, also Medizin und Safety, Arbeitssicherheit und Raumsicherheit beispielsweise, genau. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in den Qualitätscheck reingehen, dann sehen wir hier schön steigende Gewinne, freie Cashflows liegen auch in der Nähe. Das heißt, die Investitionen sind gar nicht so unglaublich hoch, die da getätigt werden. Auf die Bilanz, die habe ich schon ganz kurz gezeigt, den sehr hohen Goodwill, der vielleicht den einen oder anderen abschreckt. Ansonsten aber eine sehr, sehr solide Bilanz, insbesondere die Tilgungskraft hier gefällt mir doch sehr gut. Also der relativ hohe Cashflow die ganze Zeit über. Und die Schuldenquote momentan bei 27%, absolut verträglich, insbesondere hinsichtlich so schön zuverlässig hereinströmenden Geldes. Aktien werden keinen so gekauft, im Gegenteil, die Anzahl der Aktien die erhöht sich sogar leicht, allerdings hat das Wachstum der neu ausgegebenen Aktien stark nachgelassen in den letzten Jahren, sodass wir hier kaum eine Verwässerung haben. Die Dividendenrendite ist zwar nicht unglaublich hoch mit 1,1%, aber immerhin höher, als sie in der Vergangenheit mal war. Da lag die Dividendenrendite bei lediglich 0,57%. Ist ja schon mal ein bisschen was mehr. Dividendensteigerungen, Wachstumsraten, wenn wir schon dabei sind, hier vor im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Und kann man sich mit so einer, erstmal wird man mit so einer Aktie glücklich als Investor. Schauen wir uns mal die Performance langfristig an, der Total Return. Und dann hätten wir hier 13% langfristig seit dem Jahr 2000 im Durchschnitt mit dieser Aktie erzielt. Hätten also den Markt deutlich geschlagen. Und was jetzt das Ganze vielleicht auch interessant macht, ist, die Aktie hat auch deutlich, deutlich korrigiert. Gucken wir uns mal an hier die Performance aufs letzte Jahr, auf ein bisschen mehr noch. Hier, dass wir das Allzeithoch noch drin haben, das war bei 32 britischen Pfund und jetzt kostet die Aktie weniger als 20 Pfund, hat also schlappe 41% vom Allzeithoch verloren. Deshalb gehen wir jetzt in die, wir können auch bei den Multiples sicherlich sehen, sieht man hier, das KGV war bei knapp 50, momentan bei um die 25. Jetzt gehen wir in die Bewertung und schauen mal, was man für einen Reibach mit der Aktie machen kann, wenn man sie heute kaufen würde. Theoretische Renditeerwartung, so heißt das Wort eigentlich. Dann nehmen wir den bereinigten Gewinn mal, legen hier den fairen Wert drüber, zoomen hinein in den wunderbaren Chart und dann sehen wir hier, dass die Aktie out of the box unterbewertet erstmal erscheint mit dem Kurs von 19 britischen Pfund. Der faire Wert liege bei 21,30 und der faire Wert wäre hier bei einem 28er KGV. Moment, im Schnitt ist bei Bewertung hier bei 28 auf die letzten 10 Jahre und wir haben hier ein Wachstum momentan aufs laufende Geschäftsjahr, was jetzt zur Hälfte fertig ist, noch relativ schwach, solange wir da steigen im hohen einstelligen Bereich, hatten wir auch schon vorher solche Wachstumsraten gehabt. Und da lagen die KGVs bei um die 40. Man kann es jetzt nochmal leicht hier auf den Markt runter korrigieren, zum Beispiel auf 25 und dann hätten wir hier eine Renditeerwartung
von 9,3%. Wir haben ein bisschen weniger, als wir im historischen Schnitt bekommen haben, weil das Wachstum hier etwas niedriger ist, wäre aber dafür schon relativ konservativ mit einem fairen Wert von 23 britischen Pfund. Die Aktie hatte schon, wie gesagt, hier vor kurzem noch über 30 Pfund, 32 gekostet. Und das ist natürlich kein Maßstab, was sie vorher gekostet hat. Das zeigt aber nur, dass es relativ realistisch ist, weil wir hatten hier auch deutlich höhere Kurse noch vor kurzem gehabt. Man kann natürlich auch noch tiefer gehen, aber und dann mit entsprechend Hilfskurse setzen und Kauflimits. Aber an der Stelle würde ich das schon für vertretbar halten. Kommen wir zu Aktie Nummer 2. Aktie Nummer 2 ist jedem bekannt, hat das Börsenkürzel PYPL, steht für PayPal. PayPal zahlt überhaupt keine Dividende. PayPal ist für Kursverluste gut in der letzten Zeit, und zwar hier seit dem Allzeithoch. Wo haben wir es hier? Bei 308 US-Dollar habe ich gerade gesehen. Hier ist es, hat die Aktie doch jetzt 82% abgegeben vom Allzeithoch. Der aktuelle Kurs liegt bei 55 US-Dollar, obwohl ja die Aktie nur mal zugelegt hat hier vom Allzeittief, nachdem neue Geschäftszahlen knapp 9%, über 9% sogar zugelegt, nachdem neue Quartalszahlen veröffentlicht worden sind. Die ersten Quartalszahlen vom neuen CEO, ist natürlich die Frage, wird hier der Turnaround eingeläutet? Wer den Aktienfinder-Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich mich von meinen PayPal-Aktien getrennt habe vor gut einem Jahr, als der neue CEO, glaube ich, verkündet wurde oder dass es einen neuen CEO geben soll. Relativ oft passiert es dann bei Notleidenunternehmen, insbesondere, dass dann der Aktienkurs so ein Erleichterungssprung macht, Freudensprung. Den habe ich wahrgenommen und die Aktien verkauft. Wenn man hier guckt, das war bei ungefähr 100, um die 100 US-Dollar war das, glaube ich, gewesen. Das müsste dann hier irgendwo gewesen sein, und da seitdem hat die Aktie also nochmal deutlich nachgegeben. Was war meine Kritik damals? Video schauen oder kurz lauschen? Ich habe das Management in erster Linie kritisiert für die falsche Markteinschätzung. Sie haben sehr viele Fake-Accounts durch falsche Incentives generiert. Sie haben aus meiner Sicht einen Mangel an Innovationskraft an den Tag gelegt. Und wie sich gezeigt hat, haben sie auch keine so tollen Akquisitionen unbedingt betrieben. Stichwort Honey, diese Coupon-Plattform. Und intern habe ich auch die Mängel gesehen. Wir beschäftigen mehrere ITler bei der PayPal-API, die man fürs Entwickeln braucht, inklusive Dokumentation und Support, habe mich jetzt auch nicht wirklich begeistert. Insofern muss ich da schon noch ein bisschen was tun. Da hat der CEO also einige Arbeit vor sich, damit das Ganze auch dann entsprechend ein Turnaround werden kann. Obwohl die Wachstumsraten ja so gar nicht so schlecht sind, gehen wir auf den bereinigten Gewinn, haben wir Wachstumsraten von prognostiziert hier über 10%. Und das letzte Quartal hat ja auch gezeigt, dass es gar nicht so schlecht ist. Ist halt die Frage, ob der Burggraben beziehungsweise die große Verbreitung von PayPal halten wird oder nicht. Konkurrenz schläft ja nicht. Das hat eben damit zu tun, ob der CEO seine Arbeit gut macht. Falls ja, dann ist halt definitiv Turnaround-Potenzial gegeben, kräftig nach oben. Wenn wir hier die Out-of-the-Box-Bewertung nehmen, dann haben wir hier einen fairen Wert von 156 US-Dollar im Vergleich zum Aktienkurs von nur 55 US-Dollar. Die Aktie hat aber, wie gesagt, schon deutlich mehr gekostet, 308 US-Dollar. Und kann man aber nicht so stehen lassen. Da muss man schon einen Abschlag vornehmen. Wenn wir hier das Wachstum ja auch sehen, dann sehen wir ja auch, dass beim bereinigten Gewinn, dass das Wachstum deutlich abgenommen hat. Das lag hier bei über zwischen 20% und 30% lange Zeit. Jetzt soll es auch bei 12% sein. Das heißt, hier muss man deutlich runtergehen. Also ein 15er könnte man vielleicht noch vertreten, eventuell sogar noch tiefer korrigieren. Bei einem 15er KGV hätte man hier eine Renditeerwartung, aber immer noch von über 20% aufs Jahr, sieht man mal. Und da wäre dann hier der faire Wert, liege gerade hier bei den 100 US-Dollar, die wir ja vor kurzem noch hatten. Man kann natürlich noch ein bisschen tiefer stapeln, das kann man auch ohne Probleme machen mit dem Aktienfinder. Man könnte sogar, wenn man es ganz kritisch sehen möchte, auf das Markt-KGV runter und dann schauen, was man noch für eine Renditeerwartung hätte. Gehen wir also ausschließlich durchs Gewinnwachstum wieder, wäre es immer noch zweistellig, 10,8%. Das heißt, hier Glaubensfrage. Glaubst du, dass PayPal weiterhin die Bedeutung haben wird als Zahlungsdienstleister, die PayPal heute hat, auch für die nächsten Jahre, und dass der CEO seinen Job gut macht? Dann wäre diese Aktie jetzt aus meiner Sicht kaufenswert. So, nächste Aktie, Nummer 3.
ist Weltmarktführer für Tiermedizin, IDEXX Laboratories. Und auch diese Aktie gibt es deutlich günstiger zu haben als in der Vergangenheit. Hatten wir hier Höchstkurse gehabt bei 700 knapp oder um die 700 US-Dollar. Aktuell kostet die Aktie 427 US-Dollar, also einen deutlichen Abschlag hier von um die 40% zum Höchstkurs. Und man sieht hier, was für eine Qualitätsaktie wir hier haben. Wenn man, und da können wir auch wirklich alles ausblenden, einfach hier der bilanzierte Gewinn reicht und das zeigt das schon. Wir haben auch ein schönes Gewinnwachstum hier, sollten Sie jedenfalls haben. Gewinnwachstum durchschnittlich von 20% pro Jahr. Und kein Wunder, wenn man lang genug zurückguckt, da hat man hier einen Multi-Ten-Bagger mit 2000, knapp 300% Kursgewinn auf 15 Jahre. Durchschnittliche Performance hier bei der Aktie. Machen wir mal die Punkte hier weg. So, ich will die weg haben. So. Und trotz der Korrektur, wo haben wir den aktuellen Kurs hier? Machen wir das Ganze logarithmisch. Haben wir hier eine jährliche Rendite von 21,6% seit dem Jahr 2000 mit dieser Aktie erzielt. Wir haben hier übrigens eine Besonderheit noch. Das Management hat sich nicht dafür entschieden, Dividenden auszuschütten, sondern man will lieber Aktien zurückkaufen. Man sieht, wie wahnsinnig viele Aktien bereits zurückgekauft worden sind. Die machen ja fast 2/3 der gesamten Bilanzsumme aus, die eigenen Aktien. Und man sieht auch hier die Anzahl der Aktien von 160 Millionen knapp auf 84 Millionen gesunken, also fast halbiert. Man sieht hier übrigens auch im Jahr 2000, Geschäftsjahr 2022, wurde der Aktienrückkauf wieder forciert, nachdem er hier etwas zurückgefahren wurde. Das heißt genau dann, wo auch dann die Aktienkurs richtig stark gefallen ist. Also man kauft hier scheinbar nicht bedingungslos Aktien zurück, sondern wartet auch so ein bisschen auf die richtige Einstiegsphase. Und dann gucken wir uns mal den fairen Wert an von IDEXX Laboratories. Und das sehen wir jetzt hier. Endlich ist der faire Wert wieder erreicht, nach Jahren der teils massiven Überbewertung hier. Mit einem KGV aktuell von 43,6, im Vergleich zum Schnitt ist 43,7. Wir sehen das Ganze mit den Multiples auch nochmal hier, dass die Aktie teilweise recht teuer war. Es geht immer hoch, zurück, hoch, runter, hoch, zurück. Und dann seht ihr hier immer die entsprechenden Tiefs, die bis auf unter 40 gehen können beim KGV. Hier mal während des Corona-Crash natürlich, wenn es ein richtiger Börsencrash ist, dann kann es auch mal unter 30 gehen. Und momentan sind wir hier bei um die 40. Könnte also noch ein bisschen tiefer gehen, beziehungsweise was wir auch noch machen parallel ist, wir gucken uns das geschätzte Wachstum an für die nächsten Geschäftsjahre. Und hier haben wir nur noch einen einzigen Analysten, habe ich gesehen. Das nehmen wir nicht für bare Münze, aber hier haben wir noch 7, 10 bis 2025. Da haben wir ein Wachstum von erstmal fürs laufende Geschäft noch 20%, dann 11 oder 15%. Das ist nichts Ungewöhnliches, das hatten wir auch in der Vergangenheit schon. Nur diese ganz starken Wachstumsschübe hier haben wir momentan nicht mehr. Das heißt, man kann da auch nochmal, oder man sollte vielleicht sogar, um es etwas vorsichtiger zu machen, nochmal ein bisschen nach unten korrigieren, zum Beispiel auf ein 40er KGV und dann mal, ach, aber von da oben natürlich 40er und dann mal schauen, was man da noch für eine Renditeerwartung hat hier aufs 2025, dann wäre das 8%. Würde mir persönlich jetzt noch nicht reichen, obwohl die Aktie qualitativ hochwertig ist, beziehungsweise das Unternehmen. Ich würde hier noch ein bisschen spielen und bei den Hilfslinien hier mal gucken, was ich für eine Renditeerwartung hätte, hier beim wenn ich auf den aktuellen fairen Wert quasi gehe. Und dann hätte ich hier immerhin jetzt mal zweistellig mit 12,1%. Ich würde aber wahrscheinlich noch ein bisschen runtergehen hier auf um die 360. Was haben wir denn dann? Dann hätten wir hier 17% und dann da irgendwo ein Kauflimit setzen. Ich glaube, ich hatte auch schon irgendwo ein Kauflimit hier gesetzt für eine Aktie. Ja, hier sogar bei 350 habe ich eins gesetzt. Das heißt, ich bin ja noch ein bisschen tiefer gegangen. Und das wäre jetzt also für mich ein Fall für ein Kauflimit, weil noch ist die Aktie nicht genug abgestürzt, obwohl sie fast 40%, wie ich richtig erinnere, verloren hat. Das, wir wollen ja Qualität günstig kaufen. So, das waren jetzt drei Aktien, die, wie ich finde, spannend sind, wo sich teilweise die Geister auch scheiden. Nenn mir gerne deinen Favoriten und auch gerne eine Aktie, die du analysiert haben möchtest. Sollte eine Qualitätsaktie sein, dann gucke ich mir die auch gerne an, wenn es mein Interesse trifft. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war was Inspirierendes dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.